Kennt ihr das auch? Es ist Samstag, 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens. Ihr seid irgendwo gespawnt am Rande von eurem Grundstück und wisst nicht, was ihr tun sollt und geht dann einfach rein und guckt ein bisschen Comedy-Kanal. Kennt ihr nicht? Oh, bei Fiona ist das jeden Tag so. Hey, Moment, wo sind hier die Lichter aus? Ach, sie hat sich gar nicht erst angemacht. Ah, alle. So ein bisschen. Ist zwar romantisch, dass die Kerzen brennen, aber momentan ist ja Brandgefahr, wenn Fiona nicht zu Hause ist. Damit herzlich willkommen zurück zu Sims. Habe ich noch gar nicht gesagt, gell? Du, Fiona, es ist jetzt 4 Uhr morgens. Ich weiß nicht, klar, du bist arbeitslos und so, aber könntest vielleicht auch mal schlafen gehen. Ich hätte nämlich dann doch... Ach, sie ist überhaupt nicht müde. Ja, ich will nicht, dass sie dann später müde ist. Weil Sonntag ist ja... Sonntag ist Dating-Tag. Ja, ist neu für euch? Na, Sonntag ist Dating-Tag. Und genauso machen wir das auch. Und heute machen wir mal Nägel mit Köpfen. Köpfe mit Nägeln. Nägel auf den Tisch, ne? Klappe zu, Affe tot. Heute geht's auf ein Date mit Fiona und Helmi, ne? Die Frage ist nur, wann? Also jetzt ist vielleicht ein bisschen früher morgen. Ich weiß nicht. Na, Fiona, warte mal, du kannst mal... Nee, warte mal, Kanal schauen. Den Kochkanal. So, da lernst du noch was dabei. Oder? Ja, beim Kochkanal lernt sie was. Das finde ich gut. Da kann sie nehmen wir noch ein bisschen... Moment, das mal aus. Oh oh, Kochduell. Es wird brenzlig. Fiona ist auch ganz gespannt. Ja, Ich habe ja schon letztes Mal so ein bisschen angedeutet, dass wir ein bisschen was mit den Familien... So, noch was. Ich weiß. Und ich muss mich jetzt nochmal bei allen entschuldigen, dessen Familie ich noch nicht eingebaut habe. Da gab es jetzt schon wieder so ein paar Anfragen. Und die sind auch schon länger her. Es tut mir wirklich, 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 wirklich leid, dass ich das noch nicht gemacht habe. Es war jetzt wegen der ganzen Weihnachts- und Neujahrszeit. Ich komme zu überhaupt nichts. Wenn ihr überhaupt die Videos noch guckt, kann ja sein, dass ihr schon abgesprungen seid. Wer jetzt neu dabei ist oder immer noch keine Leute hier drin hat, bitte nochmal unter dieses Video kommentieren, weil das nehme ich jetzt als Anhaltspunkt dafür, dass ich Familien reinbaue, die noch nicht drin sind. Bitte, wer eine Familie drin haben möchte, hier unter dieses Video gucken, ins Kommentarfeld reinschreiben und schreibt mir eure Origin-ID rein, das ist ganz wichtig. Und ihr müsst die Charaktere oder die ganze Familie bei Origin hochgeladen haben, also in die Cloud hochsynchronisiert. Das macht ihr einfach in eurem Menü da oben. Da könnt ihr dann, wir gucken mal rein in die Galerie. Und wenn ich dann meine Bibliothek da habe, das sind also meine erstellten Charaktere oder eben die heruntergeladenen Charaktere und so, dann geht ihr halt dann da drauf, sucht euch das aus und macht dann eine Cloud-Synchronisation. Hier zum Beispiel mit den Breaking Badlern oder mit den Rocket Beans habe ich das ausgemacht. Und dann klickt ihr hier auf bei mir, in dem Fall sind sie ja schon online, da dann in Cloud hochladen. Und dann brauche ich noch eure Origin-ID, das ist bei mir The Pac-Man, seht das da oben rechts. Die brauche ich dann von euch, damit ich dann eure Origin-ID hier eingeben kann und dann finden kann, was ihr hochgeladen habt. Ich zeige euch das jetzt nochmal kurz, wenn ihr zum Beispiel meine Sachen finden wollt, dann geht ihr hier auf Alle, da oben auf Community und dann geht ihr hier bei Objektname, gebt ihr Origin-ID ein und in dem Fall halt, wenn ihr Sachen von mir haben wollt, The Pac-Man. Man, das ist ganz wichtig, dass es genauso geschrieben wird, wie es da ist. Und dann findet er den auch. Und dann sind da alle Sachen von mir, die ich mal irgendwann in die Cloud gestellt habe. Ja, da haben wir den Peggy Partys Pool da, die Lazy McCrate Familie, die Rocket Beans Familie und die Pressers und so weiter und so fort. No? Und da kann man dann alles laden. Guck mal, die Menschen, die habe ich da auch mal hochgestellt. Das ist aber die falsche. Nee, das ist das Richtige. Ist das das Haus mit den... Ja, ja, doch, das ist da schon. Okay, da war das noch gar nicht fertig eingerichtet. Ich glaube, die Apartments auch nicht. Aber so findet ihr auf jeden Fall die Sachen, die ich halt online synchronisiert habe. Genau, die Familie existiert nicht mehr. Die habe ich gelöscht. Nur mal so zur Info. Und das brauche ich halt eben auch von euch. Also wichtig, eure Origin-ID und ihr müsst die Sachen in die Cloud hochladen. So, wir haben das Grundstück mit Fiona. Und mein Plan ist ja, dass ich vielleicht Helmi hier einziehen lasse. Ich weiß jetzt noch nicht genau... Also es wird nicht bei Helmi bleiben, so viel kann schon mal sein. Ich könnte zwar auch Fiona ins große Haus rüberziehen lassen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob... Ich glaube, Helmi ist einer der Charaktere, da ist es nicht so schlimm, wenn er dann nicht mehr drin ist. Nicht falsch verstehen jetzt, aber
Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich glaube, dass er einfach da. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Dass es für ihn auch andere Möglichkeiten gibt. So. Ja, da seid ihr ja wieder. Oder da bin ich wie. Moment. War da nicht gerade Anzug, Helmi? Das sind doch Anzug Helmi und Anzug Johnny. Was machen die denn hier? Moment. Den kennt sie noch gar nicht. Lustig vorstellen. Und den kennt sie schon nach Tag fragen. So. Und Fernsehschauen brauchst du jetzt auch nicht, die Fiona. Zur Erklärung, warum das jetzt gerade hier so halb mitten im Schnitt ist. Die Aufnahme ist mir abgekackt, weil Festplatte voll. Ja. Schlecht vorbereitet. Und deswegen knüpfen wir hier gleich daran an und machen hier weiter. So halb, also knöpfen neu an. Ja, wir waren ja schon so drin und haben so ein bisschen philosophiert über Familien und so. Und jetzt machen wir hier einfach weiter. Mit wem unterhält sich Helmi da? Christina Schäfer, also, ja? Immer noch besser als Michaela Schäfer, ist wahrscheinlich ihre Schwester. Sieht ja auch ein bisschen ähnlich. Da kommt er wieder anflaniert. Da muss ich jetzt schon sagen, Johnny sieht aber deutlich besser aus in seinem Anzug. Aber ich denke deswegen, weil der Anzug heller ist. Ich mag den hellen Anzug irgendwie mehr als diesen dunklen. Und natürlich, ich weiß nicht, ob das auch auf die Körperproportion zurückzuführen ist. Ich kenne das ja von mir selbst. Oh, da kommt Carly. Carly? Carly, was geht mit dir ab? Was macht sie denn hier? Hier ist aber was los hier auf der Straße nachts um 5 Uhr morgens. Oh. Oh, da ist was Unangenehmes passiert. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob mit Johnny oder... Wahrscheinlich, ja. Nicht streiten, Jungs. Nicht streiten. Sie möchte sich verstecken, ne? Darf sie nicht. Kann sie gleich vergessen. Sie erzählt ihre Geschichten hier irgendwie die Kali. Oh, geil. Aha. Ja. Ja, wenn Fiona das sagt, wird das schon seine Richtigkeit haben. Was ist jetzt eigentlich mit Helmi? Wollen wir die mal einladen oder was? Komm, wir teilen dir mal meine Unsicherheit mit. Um Bestätigung bitten, das ist gut. Ja, Carly, dass ich dich hier mal sehe, das ist ja auch interessant. Ah, da geht's ihr wieder besser, der Fiona. Das ist schön. Sobald sie über ihre Problemchen gesprochen hat, ist ja alles wieder gut. Oh. Kaum geht die Sonne auf, muss Helmi auch schon wieder weg. Das ist ja schade, dass... dass Helmi sich jetzt hier, ich sag jetzt mal, zurückzieht. Aber dann kann Fiona hier noch ein bisschen weiter, Entschuldigung, ich wollte nicht so nah ranzoomen. Was möchte sie machen? Jemanden umarmen. Oh, warum ist sie angespannt? Aber sie arbeitslos ist. Oder kann sich bei Johnny beschweren? Weil Johnny, der ist ja Banker, ja? Der kennt sich ja damit aus. Nein, Johnny ist Musiker, ne? Entertainer. Aber er sieht immer so aus wie so ein Banker. Oh nein. Ja, aber er versteht das. Denn Johnny, der versteht das. Naja. Da erzählt er Geschichten. Ja, der Johnny, die Spaßkanone. Was machen die eigentlich hier? 6 Uhr früh, 7 Uhr, samstags? Oder die sind alle so gerade von der Party nach Hause? Gut, Fiona stand einfach vor im Haus, das ist auch okay. Und treffen sich jetzt hier, hä? Huh?
Sie ist irgendwie... Sie sieht richtig angespannt aus. Wir haben rechts nur ihre Ohrweite im Bild. Ich muss mal die Kamera ein bisschen... So, ist besser. Ja, also auf jeden Fall muss es unglaublich erzählen, irgendwelche Clowns-Geschichten. Dinosaurier, ja. Und dann, als ich den Dinosaurier gesehen habe, ne, habe ich ihn festgenommen, wie ein Polizist, an Handschellen, Alter. Total, ey, ich bin total krass drauf. Ah ja, schon okay. Ja, ja. Ah, die Sonne ist schon da. Ich glaube, ich muss jetzt auch mal wieder gehen und keine Dinosaurier-Geschichten mehr anhören. Da erzählt der Witz. Oh, er geht jetzt schlafen. Johnny geht schlafen. Willst du mitkommen? Bitte, ihr könnt doch zusammen nach Hause gehen. Ihr müsst doch da nicht auf der Straße sitzen. Zusammensitzen. Kannst du mal Kali mit nach Hause nehmen und dann könnt ihr ein bisschen tratschen. Über Mädchensachen. Achso, ich wollte den Weihnachtsbaum hier löschen. Habe ich doch beim letzten Mal schon gemacht, oder? Weil Weihnachten ja schon vorbei ist. Und es gab ja kein Neujahrs-Update. Locke. Gangster, wie er ist. Fiona rennt. Kali kommt hinterher. Warum rennt Fiona? Fiona, ist alles okay bei dir? Sie sitzt schon mal. Wer läuft da vorbei? Kenne ich nicht. Was? Ja, Kali, du musst hier durch die Tür rein. Alles okay bei dir? Sie ist angespannt. Können wir die vielleicht eine erfrischende durchnehmen? Das bringt vielleicht was. Kommt sie jetzt mal auch rein, oder was? Sie hat die Eingangstür nicht gefunden bei dem Riesenanwesen. Kali? Ich hatte dich eigentlich eingeladen. Nein? Na gut. Dann vielleicht nicht. Sollen wir mal Fiona nicht so ganz beim Duschen zu gucken? Gut, die Frage ist, ich wollte eigentlich heute nochmal Helmi daten und mal gucken, ob das hinhaut. Aber jetzt ist natürlich so früh am Morgen. Ich weiß auch gar nicht. Ich will mal schauen. Machen das mal aus, oder? Es ist immer noch angespannt. Wir können sie währenddessen mal tanzen lassen. Ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich ihr mal nicht ein Büro hole. Aber, Ja, herausragende Malerin möchte sie werden. Da wollen alle mal Malerin werden. Ich hatte für Fiona eigentlich einen ganz anderen... Also wer so tanzt, der, glaube ich, hat im künstlerischen Beruf keine Zukunft. Aber das glaube ich auch nur... Oh, what the fuck ist mit deiner Hand los? Hab das gar nicht gesehen. Ich war ein bisschen erschrocken. Was da sie wütend tanzt, ist halt auch sau episch. Ah, das sieht schon besser aus. So, warte mal, ich rufe mal ein paar Leute an. Mal schauen, wer um die Zeit Lust hat hier. Hey, Amy, kann mal vorbeikommen. Den Johnny haben wir auch gerade kennengelernt. Wir holen sie mal alle zusammen hier. Und die beiden natürlich auch. Ja? Wie wär's mit euch beiden? Und der Ede und die Resi. Oder? Mal schauen, ob da von jemand kommt. Na komm, hol schon dein Handy raus, Fiona. Es reicht. Wir haben uns das lang genug angeschaut. Kommt mal vorbei, ich bin ernst genervt, ey. Ich bin voll angespannt, ich muss irgendwo Luft bei euch rauslassen, ne? Aber schnell. Alle kommen vorbei, jawohl, alle pressen sich in die Wohnung. Ich könnte draußen eigentlich mal so einen Tisch aufbauen oder so, dann könnte man draußen sitzen, weil man hat hier echt keine Sitzmöglichkeiten. Da kommt der Johnny. Ja, herein. Er ist als erster da, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wer kommt als zweiter? Die Pika. Hi. Was ist denn los? Und der Helmi. Oh, sie sitzen ganz romantisch an dem Tisch für zwei. Und der Max ist auch da. Hallo. Und die Riesel ist auch da. Hallo. Und den Helmi.
tiefgründige Unterhaltung. Und Michi ist nicht... Der wollte auch kommen. Da kommt Ede. Was hat er denn? Jetzt ist sie wenigstens wieder gut gelaunt. Warum ist die Herdplatte an? Hallo? Na komm schon rein. Kannst du nicht reinkommen? Was macht Peggy? Peggy joggt? Alles klar. Was macht sie denn immer in der heißen Herdplatte? Was macht sie denn da? Wir machen einen energiegeladenen Proteinteller. Partygröße. Das klingt doch gut, oder? Was machen die denn immer hier mit der... Ist der kaputt vielleicht? Brennt hier gleich die Küche an? Ich glaube, der ist kaputt, oder? Der wird gleich wahrscheinlich irgendwas entflammen hier, oder? Ist das schon die Vorbereitung? Will Ede sich gerade selbst grillen? Was hat er vor? Ich glaube, die geht gleich hoch. Man hat natürlich auch keinen Platz hier drin. Was passiert hier denn? Was zur Hölle? Was ist denn da los mit den Leuten? Sie ist voll angepisst. Die Pika. Helmi macht sich drüber lustig. Die beiden total traurig. Sie so und er so Genau, geh mal aufs Klo. Ich dachte, sie wollte was kochen. Ich dachte, das Spezialrezept zubereiten oder so. Hat sie keinen Platz? Was ist denn los mit denen? Was haben die nur für Probleme? Jetzt mach doch endlich mal deinen energiegeladenen Partyteller. So geil. Was kickt er denn die Tonne um, der Johnny? Ist ja noch wahnsinnig. Was geht denn da ab? Und sie ist auch noch endspissig. Guckt euch mal Pika an. Was ist denn los mit den Leuten? Okay, die zwei flirten anscheinend irgendwie. Die Blicke sind eindeutig. Fiona kocht da in dem Stückchen, das sie noch hat, am Platz. Oder flirtet er mit Helmi? Nee. Er schaut sehr begeistert. Das ist natürlich mit dieser Riesenwohnung. Es ist halt echt super geil. Oh, ist das schon... Ah, aha, da schau her. Wie räumt er draußen auf? Ja, damit war er nicht zu rechnen, dass das passiert. Ah, brav ist er. Brav ist er, der Johnny. Der totale Eskalation. Erst kriegt er alles weg. Ah, das sieht gut aus. Warte mal, ruf mal zum Essen. Vielleicht möchte hier jemand was. Ja, hallo, es gibt was. Wer zuerst den Sitzplatz hat, hat gewonnen, Shotgun. Und jawohl, Pika hat sich schon mal einen Sitzplatz ergattert. Moment, die Lichter sind noch nicht automatisch, oder? Oder doch, wieso ist denn das Licht aus? Alle Lichter. Aha, ich frag mich schon, warum ist es da so dunkel? Sie sitzt da auf ihrem Bett. Helmi, komm doch mal her. Toll, jetzt sitzt er auch noch mit Johnny auf dem Bett. What the fuck? Abgeht. Das ist so geil. Oh.
Oh. Na, mal ein Witz über Pantomime, vielleicht gefällt ihm das. Vielleicht findet er das lustig. Jetzt ist er wenigstens wieder glücklich. Ja? Nein, war nicht so. Das gibt es ja nicht. Das gibt es ja nicht. Was ist denn los hier? Alter Schwede. Was machst du denn jetzt? Lass doch mal den Ofen aus. Maxi, ist der kaputt oder was? Ich glaube, der ist kaputt. Warum ist denn der immer an? Ich glaube echt, dass der defekt ist und bald mal... Ja, Michi, komm doch rein. Ich habe dich doch schon mehr hereingebeten. So räumt Teenager auf. Das ist typisch. Das war so klar. Wer läuft denn da? Was geht Peters? Wieso stolzieren sie? Sind alle so weit? Guckt euch die mal an. Also. So. Sitzen. Können wir sich doch ein bisschen mit Helmi unterhalten, oder? Sie ist auch so energiegeladen, ist das wegen dem Essen, oder? So, komm. Wir reden mal ein bisschen über Kunst. Mal gucken, ob er die Kunst versteht. Ah, den Klopf-Klopf-Witz, den fand er gut. Aha, ja. Ah, ja. Und nebenbei noch sein Spinat. Aha, ja, ja. Das war witzig. Aha, ja, ja. Witzig, witzig. Ja, ja. Ah, der Helmi. Was hat er denn für Ideen? Was er zieht vor? Ach, tanzen, okay. Ach, Maxi auch gegangen? Und Helmi geht jetzt auch? Ja, dann denke ich, sind wir jetzt auch fertig hier mit dieser etwas chaotischen Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.